Willkommen zurück bei Jagged Alliance 3. Heute spielen wir auf dem neuesten Patch. Das bedeutet, wir können unter anderem in einer Schlacht Pause machen. Natürlich nicht in der rundenbasierten Schlacht, sondern wenn wir durch die Gegend schleichen, über das Schlachtfeld schleichen, um dann beispielsweise so einen Stealth-Angriff noch ein bisschen besser timen zu können. Was aber nicht geht mit dem neuen Patch, ist, dass wir zwei Angriffe gleichzeitig planen. Also auch da sind wir trotz der Pause nicht in der Lage, dass zwei gleichzeitig schießen können. Also es wurde dann nichts verwurstelt, aber es ist durchaus so, dass es jetzt ein bisschen einfacher ist, seine Leute zu koordinieren. Ich finde, ein sehr schönes Update. Gab auch viele andere Kleinigkeiten, die geändert wurden. Da könnt ihr euch die Patch Notes gerne nachschauen. Ich schreibe euch die mal unten in die Videobeschreibung rein, dann kommt ihr direkt dorthin. Und heute geht es Richtung Siegfried von Essen, denn wir haben uns das letzte Mal tatsächlich mit Bounce geeinigt und haben gesagt, wir helfen dir dabei, Siegfried von Essen zu stürzen. Wir werden uns die Einnahmen der Mine teilen. Das ist in Ordnung, wenn ich hier auf unseren Kontostand schaue. Und was zum Beispiel auch Volker in den Kommentaren gesagt hatte, da habe ich gar nicht dran gedacht, richtig cool. Vielleicht hält die Mine dann ja auch länger, wenn wir nur die Hälfte rausbekommen. Das wäre natürlich auf langfristige Sicht eine richtig schöne Sache. Und was ihr noch gesagt hattet, das fand ich auch richtig cool, das wusste ich nicht. Man kann diese Rohrbomben, die ich nicht so genial finde eigentlich, weil sie halt erst nach einer Runde explodieren, der Feind kann darauf einwirken, die kann man auseinandernehmen. Wenn man hier so eine Zange rüberbringt, kann man tatsächlich aus den Rohrbomben Schießpulver machen oder Schwarzpulver, woraus wir dann beispielsweise wieder Munition herstellen können. Richtig cool, das machen wir auch mal. Gerne 10-mal. 2-mal. Okay, die Zange wird stark beansprucht dadurch. Okay, dann machen wir es nochmal mit der zweiten Zange hier. Ach so, nee. Die wird doch nicht so stark beansprucht. Die ist jetzt bei 33% und jetzt ist sie auf 32%. Nein, wir müssen es nur häufiger machen. So stark wird die gar nicht beansprucht. Sehr, sehr schön. Und dann bekommen wir nämlich Schwarzpulver. Wir haben immer so ein bisschen Schwarzpulvermangel gehabt. Und jetzt können wir wieder neue Munition herstellen. Und ich würde mit euch gerne für die nächsten großen Schlachten, vor allem gegen den Major später, nochmal Spezialmunition herstellen. Wir spielen immer wieder mal mit Hohlspitze, mal mit panzerbrechender Munition, je nachdem, was wir finden. Aber hauptsächlich haben wir natürlich hier die NATO-Standardmunition und die WP-Standardmunition. Das sind die beiden Munitionsarten, die wir am häufigsten nutzen. Und da wäre schön, wenn wir dann für den Endkampf spätestens nochmal ein bisschen Spezialmunition herstellen. Und bei der 9mm zum Beispiel, da haben wir Spezialmunition schon, weil wir da so viel von finden und es so wenig benutzen. Wer benutzt das? Ich glaube Steroid hier. Genau, mit der Mitwisser haben wir die 44er Munition. Da haben wir natürlich genügend von. Sehr cool, dann haben wir das auch einmal ganz kurz besprochen und dann geht's auch schon los mit unserem Charlie-Trupp Richtung Siegfried von Essen. Der Alpha-Trupp bleibt hier noch und wird sich ein bisschen gegenseitig noch unterstützen. Das können wir gerne nochmal einstellen. Gerne die Treffsicherheit noch weiter hochbringen. 77 und 73 ist dann noch nicht ganz ideal, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Und Fauda, ja, braucht hier gerade nichts machen. Vielleicht muss sie noch was reparieren. Wir schauen uns das mal an. Oh ja, eine ganze Menge sogar. Wir haben ja hier auch ordentlich gekämpft. Dann ist es gut, dass wir das nochmal geschaut haben. Und der Bravo-Trupp, der rekrutiert hier gerade Milizen in dem Außenposten, den wir eingenommen haben. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir hier natürlich auch bald nochmal weiter. Und das scheint jetzt der Fall zu sein, genau. Das heißt, der Bravo-Trupp geht auf F20. Und der Charlie-Trupp geht zu Siegfried von Essen. Das ist unser Plan. Sehr gut. Ich will gerne wissen, was hier in F20 ist, denn diese Insel scheint so klein zu sein, dass sich ein Blick sicherlich lohnen wird. Bianchen Island. Unser Vierertrupp, unser Fünfertrupp, dem ich gerne nochmal einen Heiler spendieren wollen würde. Und ihr seht, ich kann jetzt auf Pause machen. Jetzt ist alles pausiert. Und während der Pause können wir auch schon gewisse Dinge
anwählen. Also ich könnte ihr jetzt sagen, komm, du sollst hier hinten zu Hans gehen und dann macht sie das auch, wenn ich aus der Pause rausgehe. Wie ich finde, eine wirklich schöne Verbesserung. Das gefällt mir wirklich gut. Und auch, dass sie dann gesagt haben, hey, aber nicht zwei Angriffe gleichzeitig, weil das das wirklich stark auseinanderziehen würde. Und hier sehen wir die nächsten Feinde. Scope. Geh schon mal in Position. Ah, da sind weitere Feinde. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Vielleicht weiß das jemand von euch. Also ein abgedeckter Brunnen scheint es ja nicht zu sein, oder? Okay, viele Feinde hier. Aber tatsächlich nicht so viele, dass ich mir jetzt Sorgen machen würde. Hier ist auch ein Buch. Okay, interessant. Interessant, was sich hier ergibt. Wolf muss natürlich so nah ran, wie es nur geht. Und Scope kann natürlich mit ihrer modifizierten Waffe jetzt noch genauer treffen. Und da wäre es natürlich am schönsten, wenn wir den Meisterschützen hier einmal rausbekämen. Und den bekommen wir raus. Alle haben das natürlich mitbekommen, aber niemand weiß, von wo unsere Leute kommen. Nein, keiner hat das mitbekommen. Oh, weil der drin war, haben die das nicht mitbekommen. Ist das episch. Ich meine, Hans sieht das ja jetzt. Deswegen töten wir ihn mal. Genau. Und jetzt haben sie uns gesehen. Ist das episch. Ist es episch. Wie genial kriegen wir die denn gerade raus? Ich glaube, wir brauchen ihn noch nicht mal festnageln. Wir versuchen das aber mal. Den Hitman. Ah, jetzt überlege ich lieber, ob ich das machen will. Wir gucken uns mal die Schusslinie an. Mit ganz viel Pech bringen wir Hans um und ich denke, wir können mit Hans noch antworten oder interagieren. Also kämpfen wir von dieser Seite lieber so, dass wir Hans nicht bedrohen. Wir bleiben verborgen. Denn wenn Magic ihn jetzt umbringt, dann haben wir keine Gefahr für Hans. Machen wir lieber so. Magic, auch ein Dreierschuss und weg mit dem Feind. Weitere Feinde sind im Sektor aktiv, alles klar. Der Sektor ist aber nicht so groß. Was könnten wir noch haben? Krokodile zählen nicht als Feinde, das wissen wir. Also, Krokodile werden uns nicht als Feinde im Sektor angezeigt. Die sind natürlich Feinde, wenn wir auf sie treffen, aber sie sind eigentlich nicht Feinde im Sektor. Das wundert mich jetzt. Wo sollen denn hier noch Feinde sein? Das ist merkwürdig, weil hier bei Hans scheint ja keiner mehr zu sein. Die haben wir wirklich komplett rausgenommen. Das war sehr schön gerade. Aber wo sind denn die anderen noch? Wo sind denn noch die anderen? Da ist ein Krokodil, alles klar. Oder zählt das Krokodil als Feind? Durch den neuen Patch vielleicht. Vielleicht habe ich die Patch-Note übersehen. Das könnte sein. Denn auf dem alten Patch war es auf jeden Fall so, Krokodile waren natürlich Feinde, aber sie wurden nicht angezeigt als, es sind noch Feinde im Sektor. Schießen wir dem einmal in den Kopf rein. Vielleicht wurde es geändert durch den Patch. Das könnte sein. Also es klingt für mich am sinnvollsten tatsächlich. Oh, war schon guter Schaden. Red geht tatsächlich nur auf den Feuerschutz, falls es kommt. Scope kann es nochmal versuchen mit einem schön gezielten Schuss. Ja, da ist es down. Okay, Konflikt gelöst. Alles klar. Da scheint eine Änderung zu sein. Das ist cool. Dann schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um, bevor wir mit Hans reden. Vielleicht finden wir jetzt hier was Interessantes. Ja, 40er Rüstung. Es gibt sicherlich ein paar Leute in anderen Trupps, die sich darüber freuen würden. Aber so eine richtige Bewandtnis haben wir nicht. Wir haben hier sogar noch eine Kevlar-Rüstung mitgenommen. Können wir denn auf irgendwas verzichten? Ich meine, wir haben 20
Wir haben 20 Stahlrohre, dann können wir dieses Stahlrohr auch fallen lassen, ehrlich gesagt. Dann könnten wir das eventuell dem Eifertrupp geben. Oder der Person, die dann dazu stößt, hier beim Bravo-Trupp. Auch das könnten wir machen. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass wir mit dem Bravo-Trupp nochmal zum Eifertrupp gehen. Aber sicherlich zum Charlie-Trupp und vielleicht ja auch zu den Leuten, die... Oder zu dem Typen, der dazu stößt, natürlich auf jeden Fall. Wir plündern hier nochmal ein bisschen. Eine AUG. Ich meine, wir haben eine hohe Reichweite damit. Wenig AP-Kosten. Wie sieht's denn aus bei Red? 3x10 bei einer 20er Reichweite. Jetzt haben wir die schon modifiziert. Aber das ist eigentlich besser für Red. Komm, wir machen das. Ich finde die sogar besser als die AKSU. Wie sieht's denn mit der Munition aus? Haben wir auch wie Sand am Meer. Verschrotten wir die denn jetzt? Oder sparen wir die für die Person, die noch dazukommen könnte? Ich meine, das hier könnten wir nochmal kombinieren mit den Keramikplatten. Hätten wir nochmal einen Platz frei. Das können wir verschrotten. Komm. Wir nehmen das mal mit. Wir haben ja noch eine Person, die dazu stößt. Dann haben wir auch eine Waffe für die. Okay, das war's. Das war's. Dann gehen wir zurück in die Satellitenansicht. Und der Bravo-Trupp geht dann direkt hier hoch zu E20. Und der Charlie-Trupp hat B12 erreicht. Wir gucken nochmal ganz kurz rein, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Nee, 100% Waffenauslastung, alles nachgeladen. Nee, alles sieht gut aus. Wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir die Granaten. Ja, hier haben wir die Granaten angewählt. Wir haben ja auch sehr viele in der Hinterhand. Das fühlt sich richtig an für den großen Kampf jetzt. Ja. Und ich bin gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Also nochmal zur Erinnerung. Wir haben Bounce gesagt, wir helfen dir, gegen Siegfried von Essen vorzugehen. Wir haben Bounce auch das Diesel gegeben. Weil ich der Meinung bin, dass Bounce noch gar nicht weiß, was das Diesel überhaupt ist. Eventuell. Und ich möchte nicht, dass Siegfried von Essen das einfach an die wehrlosen Menschen verteilt. Da fühle ich mich einfach schlecht. Und wenn Bounce das tut, würde ich Bounce gerne auch noch stürzen. Falls wir herausfinden, dass er auch in diese Richtung abgedriftet ist. Wir gehen in die... Wir gehen mit dem Charlie-Trupp. Ich war noch auf dem falschen Trupp. In die Taktikansicht. Bei der Drachenberg-Mine. Jetzt ist es soweit. Ich habe eine Knarre und bin voll auf Diesel. Zeigen wir diesem Trottel bei der Mine, wer der Boss ist. Okay, er weiß doch, was Diesel ist. Okay, alles klar. Yes. Er greift Hai an. Was soll schon passieren? Oh Mann, ich spüre, wie der Diesel meinen Adern einen irren Beat schlägt. Dann lassen wir die Party mal steigen. Ja. Ich bin kein großer Freund davon, dass das Diesel weiterhin angebaut wird. Und wir hatten keine Möglichkeit, unsere Leute zu positionieren. Okay. Die Nachtclubwachen kämpfen für uns. Auch der Türsteher hier, sehr witzig. Bounce natürlich auch. Die Nachtclubwachen dürfen sterben, unsere Leute nicht und Bounce sicherlich auch nicht. Und ich denke mal, der Türsteher hat auch eine Bewandtnis. Aber es gefällt mir nicht, dass wir hier so offen stehen und uns nicht aufstellen durften. Jetzt muss ich erstmal eine Übersicht gewinnen. Wir müssen erstmal gucken, was ist hier eigentlich Phase. Also, hier ist ein Feind, den wir sehen können. Einer ist hier in der Gasse. Hier hinten ist noch einer. Das sind nur die, die wir sehen können. Hier oben ist auch noch einer. Ich schätze mal, hier oben werden einige sein. Also ich schätze nicht, ich weiß es, hier oben werden einige sein. Aber von denen hier unten sollten wir natürlich erstmal die offensichtlichen rausnehmen, wie
ihn hier zum Beispiel. 76er Schaden, gut. Hat natürlich einen Helm auf. Das tut natürlich weh. Grizzly geht in Deckung. Wen haben wir denn noch hier von unseren Leuten? Ja, Fox, du stehst ganz blöd. Chat, kannst du ihn treffen von da? Am schlimmsten Fall treffen wir einen Zivilisten, aber ich hätte ihn gern rausgenommen. Ja, hat geklappt, ohne zivile Opfer. Sehr stark. Das heißt Steroid. Warum kannst du heilen? Weil eine Nachtclubwache angegriffen wurde. Anscheinend. Unsere Leute sind ja voll im Saft. Ja, Steroid, was machen wir mit dir? Stell dich hier erstmal so hin, dass sie dich von hier oben nicht angreifen können und du in Eifer reingehst. Leg dich am besten auch auf den Boden und platziere gerne das Maschinengewehr hier hinten hin. Für den Fall der Fälle. So, Nails, du bist da schon ein bisschen sinnvoller für uns möglich. Einsetzbar. Und zwar können wir die Wache angreifen und im besten Fall hier auch den Schutz zerstören. Und das hat beides geklappt. Ja, das war gut. Und wir könnten schon vorausschauend planen und hier hinten den Schutz kaputt machen, aber wir wissen noch nicht, ob sich das hier wirklich nach oben verlagert oder ob die alle hier runterrennen. Deswegen lassen wir das. Du wechselst deine Waffe und schießt nicht auf ihn, denn das würde Friendly Fire geben anscheinend. Ja, dann machst du Feuerschutz. Gerne hierhin. Fox, du hast jetzt volle Sichtweite auf ihn. Oh, wir kommen hier gerade ganz gut durch. Und hier hinten sogar noch das Fenster zerstört. Ach, wie schön. Sie haben null Chancen. Unsere Männlichkeit ist überwältigend. Nicht die erste Person, die ich den Kopf verdreht habe. Sagt unsere liebe Fox, die sich noch hinlegt mit ihren restlichen Punkten. Raven hätte ich gerne mehr in Sicherheit. Ob sie hier so super in Sicherheit ist, ist die Frage, weil hier natürlich auch Feinde sind. Und ich entscheide mich für nein, ist es nicht. Trotzdem kann sie diesen Schuss mal kurz abgeben. Ah, schade. Also eigentlich traue ich Raven sowas zu, auch ohne Zielen. Aber auch eine Raven kann sich mal irren. Sie wird hier gleich zum Ziel, ist nicht das Schlimmste. Wir müssen sie auf jeden Fall gleich unterstützen. Ist sie aber auch relativ sicher, hier kommt keiner so einfach rein. Naja, wenn hier jemand durchs Fenster steigt, dann haben wir hier Leute, die reinstürzen. Sollte passen, hier ist ja auch noch der Türsteher. Wir können den Zug beenden und schauen mal, was der Feind macht. Das da hinten war natürlich blöd, dass das Raven nicht hinbekommen hat. Aber wir können ihr keinen Vorwurf machen. Sie hatte nur noch 7 Aktionspunkte, konnte nicht in die Genauigkeit reingehen. Das ist schon klar. Bekommt hier auch was ab. Das war auch klar. Ist alles in Ordnung. Diese Risiken müssen wir eingehen bei solchen Schlachten. Aber ist ja auch kein riesiges Risiko. Okay, da sind weitere Feinde. Und das trifft... Steroid nicht. Der hat alle Schüsse, fast alle hier in der Lampe verschwendet. Das war schlecht. Da kommen einige. Okay, da kommen einige runter. Das heißt, die Schlacht wird sich nicht hier oben hin verlagern, sondern es bleibt hier im Tal. Aber das scheint mir gerade auch okay zu sein. Ah, schade. Nicht ganz Nails Feuerschutz. Kann auf der anderen Seite aber auch Nails nicht angreifen. Schön spannender Kampf. Gefällt mir sehr gut. Es gefällt mir weniger, dass wir uns nicht aufstellen konnten, aber es ist trotzdem authentisch, weil Bounce ist auf Diesel, hat seine Leute blindlings reingeführt. Wir mussten uns dem natürlich auch so ein bisschen anschließen. Ich würde sagen, das ist sogar authentisch, dass das hier so gelaufen ist. Siegfried hat auch keine wirklichen...
Grenadiere oder so dabei, oder übersehe ich das? Wenn ich jetzt mal auf die Waffen schaue, ich sehe Sturmgewehre. Das war blöd Bounce. Das hätte Raven treffen können. Ich sehe Sturmgewehre, ich sehe Maschinenpistolen. Sehe ich überhaupt ein Maschinengewehr? Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Maschinengewehr gesehen. Das hier könnte eine Shotgun sein. Wir müssen uns das gleich mal aus der Nähe anschauen. Das könnte eine Shotgun sein, aber so richtig gefährliche Waffen wie... Ja, vielleicht aus einem Raketenwerfer oder so, habe ich hier noch nicht gesehen. Was hat er denn hier? Ja, das ist eine Shotgun, glaube ich, oder? Ja. Ja, ja. Das wird eine Shotgun sein. Aber ansonsten... Wie gesagt, ich sehe MPs, ich sehe Sturmgewehre, aber ich sehe keine wirklich gefährlichen Waffen. Ich glaube noch nicht mal Maschinengewehre hier. Das ist sehr, sehr gut für uns. Das ist sehr, sehr gut für uns. Was machen wir und mit wem machen wir was? Raven sollte hier vielleicht früher oder später weg, aber nicht nachdem sie ihn hier nicht in den Kopf geschossen hat. Das sollte reichen. Sehr gut. Dann kannst du hier nämlich zumindest mal zur Seite gehen. Bist hier ein bisschen sicherer, Raven. Dann gibt es hier oben natürlich neue Feinde. Fox, hol dir erstmal ihn hier raus. Auch schön auf dem Kopf. Wir haben ja die Deckung weggesprengt. Sehr gut. Hat geklappt. War der schon angeschlagen? Ich glaube, ja. Grizzly, auch du könntest hier oben hinschauen. Komm, du holst dir auch seinen Kopf. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Chat. Wir nehmen erstmal die offensichtlichen mit, die wir ganz einfach töten können. Um die anderen kümmern wir uns danach. Der hier ist bereits schwach. Und den einzigen, den du gerade bekommen kannst... Hol ihn hier mal auf den Oberkörper, dann haben wir sichere Treffer. Entgegen meiner Vermutung hat das nicht geklappt. Nails. Kannst du hier beide treffen? Ne, ganz knapp nicht. Ganz knapp kriegst du nicht beide. Wir haben so viele Granaten. Wenn wir hier schon mal einen rausbekämen... Fände ich es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Deswegen mache ich das mal, obwohl es natürlich sehr teuer ist. Wir könnten auch überlegen, ob wir noch eine Granate abfeuern. Aber wir müssen es auch nicht übertreiben. Dann geh lieber in Deckung. Steroid. Du kannst gerne noch mal ein bisschen krabbeln, damit auch beide... in die Sichtweite bekommst. Und dann nimmst du mal beide in die Mangel. Und wer hat noch Punkte? Niemand mehr. Grizzly, noch ein paar. Dann geht er mal in Deckung, weil er hier natürlich nicht gut geschützt ist in die Seite. Aber das ist auch zu weit. Die werden uns da nicht treffen können. Wir beenden den Zug. Feindlicher Zug. Ich meine, der ist eh fast tot. Ui. Ich würde sagen, das ist ganz eindeutig eine Shotgun, die wir da gesehen haben. Und der hat auch einen. Ich meine, das sind auch Nahkämpfer, die haben ja dieses Messersymbol. Ist natürlich auch klar, dass sie da eine Waffe haben, die für den Nahkampf geeignet ist. Da ist eine Shotgun natürlich eines der besten Dinge, die man anbieten kann. Schöne Schüsse. Ich weiß nicht, was ich von dem alten Update halten soll, dass die MGs wirklich... deutlich weniger Feuerschutz geben. Also ich sehe auf jeden Fall ein, dass es übertrieben war, dass man mit der MG unendlich Feuerschutz geben konnte, solange die Munition reicht. Aber ich finde es jetzt gerade ein bisschen zu schwach, dass man nur einen Feuerschutz auslösen kann. Finde ich tatsächlich ein bisschen zu wenig. Eher auch komplett auf Diesel anscheinend. So offensiv, wie er vorgeht. Nachtclubwache tötet hier gut. Hat hier durch die Wand durchgeschossen. Die stürmen hier richtig das Gebäude. Während wir tatsächlich eher auf dem Straßenkampf ausgerichtet sind.
Klar sind dann durch natürlich auch anfällig. Dieser hier könnte sehr gut auf Steroid runterschießen. Aber wir können auch gleich auf ihn schießen. Das sollte genauso gut funktionieren. Hier aufs Dach zu gehen, finde ich, ist gar nicht so eine schlechte Idee. Hab das auch schon wieder nicht gesehen, dass man hier aufs Dach rauf konnte. Aber die können sich hier einfach hochziehen, nicht wahr? Ja, das wird's sein. Steroid, du krabbelst mal so, dass du mit etwas Glück beide treffen kannst. Chat. Ja, wahrscheinlich ist es gar nicht notwendig, beide zu treffen. Denn den einen holt Chat schon raus. Nails. Ja, wir gucken erstmal, was Fox hier hinbekommt. Kriegst du den weg? Wahrscheinlich nicht mit einem Schuss. Der sollte aber treffen. 169. Also Fox ist schon echt stark. Dann kann Grizzly hier in den Feuerschutz gehen, falls die nächsten kommen. Nee, jetzt geht man ein bisschen nach vorne. Wir haben so viele Granaten, kommen. Dann hauen wir jetzt eine rein. Weil wir auch nur einen einzelnen Feuerschutz haben. Das ist okay. Raven. Schießt du ihn auch nochmal an. Und zwar auf den Oberkörper. Okay, ich dachte, Oberkörper reicht mit Steroid, aber es hätte sogar komplett alleine gereicht. Sehr stark zu beenden. Ich weiß nicht, wie viele Feinde noch kommen, aber ich glaube, so viele sind das nicht. Das scheint sehr einfach zu sein, gerade natürlich mit der Nachtwache, die hier mithelfen kann. Okay, Raven bekommt jetzt ordentlich was ab, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen scheint das alles sehr, sehr gut machbar zu sein. Er hier ist halt natürlich ein Problem. Aber den kriegen wir auch gleich weg. Oh, das war richtig gut. Heftig. Ich finde die Laufanimation von der Nachtclubwache cool. Ich glaube, die ist ganz eigen, oder? Kann das sein? Also diese Animation nicht, aber diese, wie er gerade mit der Waffe erhobenen Hauptes hier lang gelaufen ist. Ich glaube, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Sehr schön. Deckung weggemacht. Oh, nochmal ein 6er Schaden. Also Nachtclubwachen sind jetzt nicht ideal ausgebildet. Schießen sich auch sehr viel selber ab. Ich glaube, der hat eben sogar hier den Türsteher getötet. Aber treffen können sie. Treffen können sie, muss man wirklich sagen. Ja, hier oben, ich würde ja fast sagen, das ist ein Fall für Fox, aber Fox sollte sich jetzt gleich erstmal um Raven kümmern. Ach, es gibt den Raven. Oder auch nicht. Na gut. Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Nee, wir wollen schon, wenn hier drin heilen. Kriegst du nicht hin? Das ist ja ärgerlich. Ja, dann heil mal so durchs Fenster durch, auch wenn es ein bisschen komisch wirkt. Dann müssen wir mit unseren anderen Leuten den hier oben auf jeden Fall wegbekommen. Da bietet sich ein Grizzly an für einen Kopftreffer. Jawohl! Das war eine richtige Neutralisierung. Und Chat stellt sich immer relativ provokant hier hin und aimt mal den Bereich hier ab. Und Steroid krabbelt hier mal hin. Okay, Nachtclubwache im Visier, nicht ganz so schlimm. Aimt hier auch mal mit ab. Und Nails. Könnte diesen Bereich hier noch mit abaimen. Warum nicht? Warum denn nicht?
Schachzug beenden, dann sollte alles passen. Raven wieder geheilt. Die einzige, die so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber es war niemals kritisch. Haben auch damit so ein bisschen spekuliert, dass sie ein bisschen was abbekommt. Das war alles in Ordnung bis hierhin. Und unsere Verbündeten sind gar nicht mal so verkehrt. Nee, der Türsteher, der steht noch. Wo ist Bounce eigentlich? Ist der noch am Leben? Ich habe Bounce so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber es ist mir auch nicht aufgefallen, dass er gestorben ist. Der war doch hier irgendwo unterwegs. Also ich sehe jetzt keine Leiche von ihm. Er ist ja relativ einfach zu erkennen, weil er nicht Siegfrieds Wache ist. Die man auch leicht erkennt. Nicht ein Nachtclubwächter, sondern einfach in Straßenkleidung rumrennt. So ein bisschen wie der Türsteher. Das hier ist der Türsteher, ja. Wo ist Bounce? Da unten ist er. Der hat sich ein bisschen verkrochen, okay. Alles gut, dass der noch steht. Das war mir nochmal wichtig. Der letzte Feind ist hier, das kriegt ihr hier hin. Das kriegt ihr locker hin. Das bedeutet, ich würde ganz gerne nach vorne marschieren. Raven ist zwar verletzt, trotzdem traue ich ihr zu, das hier zu rocken. Genauso Fox, die gerne mal aufs Dach raufgehen kann, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Gehen mal in den verborgenen Modus. Und der Rest rennt mal nach vorne. Der Rest rennt mal komplett nach vorne. Steroid hat eh Eifer ohne Ende, der darf sogar angeschossen werden, bekommt ein bisschen Beweglichkeit. Nates kommt mit, geht aber in Deckung. Chad kann natürlich richtig weit rennen. Brauchen Nades natürlich auch zum Sprengen hier. Und Grizzly läuft auch mal mit. Darf auch gerne ohne Deckung sein. Auch er hat die Eifer. Und wir gehen auf Zug beenden. Der hier wird getötet. Da brauchen wir nicht helfen. Das machen die schon. Ja, ja. Alle fokussieren sich auf ihn. Wir fokussieren uns auf das Hauptgebäude. Fox unterstützt so ein bisschen aus der Ferne. Steroid hat auch noch ein Medkit für den Notfall. Also alles gut. Was ihr auch noch gesagt hattet in den Kommentaren, fand ich auch gut. Man könnte auch jedem ein Medkit geben, einfach für den Notfall. Falls sowas passiert wie mit Wolf und Magic. Dass einfach beide durchdrehen. Und wir beide die heilen können, dass wir da keinen Zugriff drauf haben und es gab keinen Grund durchzudrehen. Es gab nur eine einzige Person aus unserem Team, die angeschlagen war. Aber das war's. Nur eine einzige Person. Also wenn jetzt hier aus diesem Team jemand durchgedreht wäre oder sogar zwei, weil Raven ein bisschen Leben verloren hätte, dann hätte ich auch gesagt, was ist denn das? Was ist denn hier los? Aber sowas kann leider immer passieren. Da steckt man ja nicht immer drin. Und aus diesem Grund müssen wir da natürlich ein bisschen aufpassen. Wir sehen hier keine Feinde. Dennoch würde ich hier ganz gerne lieber in den Feuerschutz reingehen. Bevor wir komplett blind hier reinstarten. Gehen hier auch mal lieber in die Deckung rein. Holen uns hier hinten die Deckung. Und Raven holt sich die Möglichkeit noch, sich hinzulegen. Grizzly rennt einfach um sein Leben. Raven legt sich hin. Und Fox ist hier im Feuerschutzmodus. Nates hätte noch ein bisschen Möglichkeiten. Sprengen wir doch mal die Wand auf. So,
Sehr schön. Dann bringt nämlich der Feuerschutz von Steroid deutlich mehr. Hui. Also, wenn hier jemand saß, dann kann er hier nicht mehr sitzen. Wo ist denn Siegfried? Der hätte da sitzen können, tatsächlich. Na kommt schon, Nachtclubwächter. Also, wenn ihr das nicht hinbekommt, in dieser Überzahlsituation, dann nehme ich alles zurück, was ich Gutes über euch gesagt habe. Die Schadenswerte sind jetzt nicht so genial. Hol dir keinen Zivilisten. Hat sich Siegfried von Essen verpieselt? Könnte auch sein. Chat hat die meisten Bewegungspunkte. Der schaut hier gleich mal nach. Alle anderen können sich hier auch gern schon mal in Stellung bringen. Ich finde, das ist eigentlich okay. Aber ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Wir denken an Santiago, Corazon, die dann auch hier Leute versteckt hatte, die bereit waren, jederzeit anzugreifen. Also wir dürfen hier nicht auf die Idee kommen, irgendwie unvorsichtig zu werden, das auf gar keinen Fall. Aber es könnte sogar sein, dass der Siegfried gar nicht mehr da ist. Also er hier ist wirklich MVP. Aber es gibt so viele Leute. Ich gehe mal davon aus, dass die das jetzt machen. Komm schon, du bist so nah dran. Der schießt einfach in den Boden rein. Ah, der Zivilist und der Feind wurde getötet. Und das war's. Alles klar, das war's. Das kam jetzt halbwegs unerwartet. Nur halbwegs, aber die Minenarbeiter hauen ab. Keine Lust mehr. Und die Nachtclubwachen sind jetzt hier. Dorfbewohner bewegen sich. Ja, wir sprechen gleich mal mit euch. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, was hier eigentlich los ist. Fox, kannst du noch mal Raven heilen? Nein, alle anderen haben keinen Schaden bekommen. Mal hoch. Hier ist er nicht mehr. Um ehrlich zu sein, hätte ich ihm auch wirklich komplett aus dem Leben gesprengt. Was auch nicht verkehrt gewesen wäre. Ich meine, wir haben jetzt die Aktion gegen ihn durchgeführt. Ich glaube, er wird alles mobilisieren, was er nur mobilisieren kann, um uns auch zu töten dann am Ende. Nehmen wir mal alles mit. Ich vertraue wieder der Alles-Mitnehmen-Taste aufgrund des neuen Patches. Oh, nur meine schwere Rüstung, jawohl. Die brauchen wir auf Steroid. Haben wir auch hier Keramikplatten, ist die Frage. Scheint nicht so zu sein, nein. Raven bekommt dann die bessere Kevlar-Rüstung. Wunderbar. Und die verschrotten wir. Sehr schön. Also die schwere Rüstung gefällt mir natürlich sehr gut. Jedenfalls auf manchen Leuten. Wirkt sich natürlich auch auf den Gratisbewegungen und so weiter aus. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Ein paar Granaten. Sehr schön. Und Nahtruhespitze auch sehr gut. Perfekt. Was gibt's hier hinten noch? Bauteile. Alles klar, holen wir uns auch noch. Und dann reden wir nochmal mit Bounce. Ich meine, er hat jetzt diese genommen. War das jetzt eine einmalige Sache? Ich will nicht, dass diese weiter verteilt wird.
Hier gibt es auf jeden Fall auch Minenarbeiter, die noch für uns arbeiten. Das ist gut. Die Mine wird jetzt wahrscheinlich auch für uns arbeiten. Wir plündern nochmal die Wache hier hinten. Die verschrotten wir. Ja, wir bekommen Stahlrohr. Ja, nehmen wir mal mit. Wir brauchen jemanden mit einer hohen Weisheit. 80, 87 ist, glaube ich, das höchste bei euch. Chat. Ein seltsamer, schwacher chemischer Geruch deutet darauf hin, dass die Flüssigkeit im Tank weder Wasser noch Treibstoff ist. Riesige Rohre schlängeln sich von ihm ab und verschwinden in der Erde. Ich würde gern versuchen, das zu sprengen. Er hat aber keine gelbe Umrandung, als dass es was bringen würde. Scheint also nicht vorgesehen zu sein. Wir sprechen mal mit Bounce. Können wir nicht? Plündern wir nochmal. Würde mich wundern, wenn wir nicht mit ihm reden können. Annäherungszünder C4. Tagebuch. Es war nicht leicht, seit Josephine gestorben ist. Ich bin nach Landsbach gekommen, weil ich hörte, dass man hier gutes Geld verdienen kann. Die Arbeit in der Mine ist härter, als ich erwartet hätte. Also bin ich diesem Nachtclub beigetreten, um etwas Dampf abzulassen. Und ich sag dir was, nach nur einer Woche Kämpfen im Ring habe ich mehr verdient als in 2 Monaten Gebuddel in der verdammten Mine. Jeder respektiert mich jetzt, weil ich groß bin, gute Reflexe habe und Kämpfe leicht gewinne. Sie nennen mich inzwischen sogar Knochenbrecher. Gestern hat Bounce mir gesagt, dass sich Siegfried für mich interessiert und mich als eine seiner Elite-Leibwachen einstellen will. Ich schätze, ich wurde befördert. Das ist die Handschrift des Knochenbrechers. Und das ist tatsächlich etwas, was mich gerade sehr wundert. Denn Bounce wollte ja, dass wir den Knochenbrecher erledigen, damit er nicht mehr kämpft. Aber scheint ja sowieso so zu sein, dass er nur gekämpft hat, also klar, um Dampf abzulassen, aber letztendlich war es auch sein Job. Und er soll jetzt zur Elite-Leibwache von Siegfried werden. Das heißt, er hätte ja wahrscheinlich eh aufgehört zu kämpfen, oder? Als ob Siegfried erlauben würde, dass der Knochenbrecher weiterhin an diesen Kämpfen teilnimmt, als Elite-Leibwächter. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn er sich nämlich was tut dort, und das kann durchaus passieren, denn auch er bekommt mal auf die Nase, dann fällt er ja erstmal aus. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was uns das zu sagen hat, aber vielleicht gibt uns das ja jetzt eine Möglichkeit, doch mit Bounce zu reden. Also mit dem Türsteher nicht. Warum können wir denn mit Bounce nicht reden? Das ist merkwürdig. Wir gehen nochmal in die Satellitenansicht. Ich guck mal kurz in die Notizen, wie das denn aussieht. Viele Quests, die wir mittlerweile abgeschlossen haben. Sehr schön. Und wir haben... Boah, jetzt müsste ich das natürlich finden, wo das war. Landsbach. Siegfried ist besiegt und herrscht nicht länger über Landsbach. Also es ist abgeschlossen, ist sogar erfolgreich abgeschlossen. Und es wird auch angezeigt als unsere Mine. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, wie geht's denn hier weiter? Uns wird auch das Geld zugeschrieben, aber... Ich hätte jetzt gerne noch die Möglichkeit gehabt, nochmal mit Bounce zu reden, muss ich sagen. Das finde ich sehr schade gerade. Dass es hier nicht weitergeht. Dass wir jetzt hier nicht auch zum Beispiel sagen könnten, komm Bounce, wir töten dich. Wir wollen die Mine nur für uns haben. Nicht, dass ich das möchte, aber wenn wir jetzt zum Beispiel gemerkt hätten, er will hier auch an das Diesel ran. Wir können das Diesel ja auch nicht wegsprengen.
dass wir jetzt hier noch die Möglichkeit gehabt hätten, hier nochmal weiter einzugreifen. Um sozusagen auch eine Art doppeltes Spiel zu spielen. Das hätte ich cool gefunden, aber okay. Ist anscheinend nicht vorgesehen. Landsbach gehört jetzt auch uns. Die Mine gehört uns und Landsbach gehört uns. Können wir dann hier auch Milizen ausbilden? Ja. Machen wir. Sicher ist sicher. Verletzung behandeln. Klar, Raven wird behandelt. Wir haben die Medikamente. Ist auch kein Problem. Gegenstände reparieren sollten wir auch nochmal machen. Und da ist natürlich vor allem die neue Rüstung angeschlagen. Das passt doch soweit. Und jetzt ist der Bravo-Trupp auch angekommen. In I-20 Bianjian Island. Und da gehen wir auch rein. Bei Platzregen. Ich glaube nicht, dass das so stark wird. Ich glaube, wenn wir auf die Insel des Majors gehen, sollten wir mit dieser Truppe nicht mehr weiter agieren. Wie cool das aussieht. Schaut mal, hier ist ein Baum umgeknackt. Wahrscheinlich durch einen Blitzeinschlag. Zuerst dachte ich aufgrund von Wind, weil er entwurzelt ist, aber das hier sieht schon verkohlt aus so ein bisschen. Auf jeden Fall ist der Baum umgekippt und hier sind Leute gestorben. Auf den raufgefallen, auch auf ihn, aber der hat sich hier noch rüberschleppen können. Diese Details, oder? Das ist so schön. Und der hat sogar einen Ast hier durch die Brust. Was sind das denn für schöne Details? Da achtet doch sonst keiner drauf. Die hätten da locker drauf verzichten können und es hätte das Spiel nicht schlechter gemacht. Aber das macht es gerade besser. Ach, das finde ich toll. So Kleinigkeiten finde ich toll. Wir starten lieber mal hier oben. Fühle ich mich ein bisschen sicherer und wir gehen rein. Und gehen sofort rein in... Und wir haben uns direkt verborgen. Wolf möchte einen Kill erzielen und keinen Schaden erleiden im Konflikt. Kriegen wir bestimmt hin. Viele, viele Feinde. Und für mich ist das tatsächlich eine coole Möglichkeit für eine weitere Rakete. Allerdings müssen unsere Leute sich ein bisschen besser aufstellen noch. Vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter spähen. Also Wolf, wenn du hier tatsächlich hier rumkommst, wäre das cool. Scope. Dich sehe ich hier auf jeden Fall in der liegenden Position. Magic auch. Das Problem ist, Hitman würde das Ganze hier nur verstopfen. Deswegen geht er hier an die Seite. Red muss von hier schießen. Und dann suchen wir uns mal einen guten Moment, dass Red einschreiten kann. Es dauert ja auch, bis er losschießt, bis die Rakete ankommt. Das ist ja nicht so einfach. Das dauert ja. Deswegen müssen wir gleich eine gute Lösung finden. Wenn hier möglichst viele Leute sind, weil die sind hier ordentlich gebloppt. Diese Möglichkeit dürfen wir uns eigentlich nicht entgehen lassen. Oh Gott. Ah, das ist nicht so schön, wie es vorhin war. Wir haben ja Zeit. Was sieht er? Hitman wird gesehen. Alles klar. Geht Hitman ein bisschen zurück. Daran soll es ja nicht scheitern. Aber wir hätten vorhin die Möglichkeit, irgendwie 5 Leute oder so zu holen. Da ich jetzt weiß, dass die Möglichkeit besteht, will ich das natürlich abwarten. Ob uns das gelingt, ist die andere Frage. Aber ich würde es ganz gerne machen. Dafür ist das zu cool.
Wie weit kommen wir denn hier hinten eigentlich noch hin? Nicht so weit. Das springt auch immer blöd hin und her. Man hat hier nicht so richtig eine schöne Möglichkeit, das zu setzen. Wenn wir gleich die Möglichkeit haben, drei Leute zu erwischen, dann machen wir das. Jetzt. Vier erwischt! Das war doch gut! Das war doch schön! Vier erwischt! Sehr, sehr genial. Liegen hier die Gedärme rum? Ne, nicht die Gedärme, die Körperteile. Teile, die verkohlten Körperteile. Wolf, schleich dich mal an. Schleich dich mal an. Du hast deine Aufgabe, ich respektiere das, dass du sie haben möchtest, deswegen nehmen wir das mal an und versuchen dir dabei zu helfen, das zu verwirklichen. Aus diesem Grunde töten wir ihn hier nicht, sondern bringen ihn in den Status fast tot. Red zieht sich ein bisschen zurück und Scope tötet diesen Kollegen hier. Und Magic kann nichts tun, denn Wolf muss den anderen töten. Vielleicht ist es der Letzte, der noch lebt. Könnte sein. Der konnte gerade natürlich auch nicht viel machen. Und wird jetzt sterben durch Wolf. Sehr schön. Konflikt gelöst. Abgeschlossen, die Aufgabe von Wolf, alles wunderbar. Sauberer Eingriff mit einem sehr epischen Start. Magic ist hier unser Techniker mittlerweile, muss man sagen. War auch mal anders, hat auch mal Wolf gemacht. Wolf ist wirklich ein guter Allrounder, muss man sagen. In dieser Runde ist Wolf wirklich der Vorzeige-Allrounder. Die Schrotflinte brauchen wir nicht und den einzelnen Stahlrohr können wir nochmal mitnehmen. Es reicht so langsam mit den Stahlrohren. Ihr bringt uns doch nicht in die Mine, oder? Ihr habt uns einfach so befreit. Mögen die Geister euch für eure Güte segnen. Also wenn ihr Geld hättet, ich würde es nicht ablehnen, muss ich sagen. Ich würde es nicht ablehnen. Also wirklich nicht. Aber ich würde es halt... Ich würde euch halt auch nichts tun, nur weil ihr kein Geld habt. Wir haben euch ja befreit, weil wir hier der Legion schaden wollen. Und nach der Logik, was wir vorhin gesehen hatten mit den Krokodilen, dürften ja hier keine Krokodile mehr sein, denn sonst würde stehen, weitere Feinde sind noch im Sektor. Das heißt, wir können ja relativ frei rumlaufen. Es gäbe nur die Gefahr der Minen, aber tatsächlich, wer sollte hier eine Mine versteckt haben? Können hier hinten nochmal langlaufen für Kräuter oder so, aber das sollte eigentlich alles gewesen sein, was wir hier mitnehmen können. Das ist auch alles gewesen. Ja, sehr schön. War eine sehr saubere Sache und damit haben wir tatsächlich auch diesen Ort befreit. Können wir hier wahrscheinlich nicht Milizen ausbilden? Nee, das war schon fast klar. Aber wir gehen hier nochmal in die automatische Behandlung der Waffen. Wer ist noch frei? Red, Hitman und Scope. Ist jemand von euch besonders geschicklich? Nee. Red, Hitman, Scope. Bisschen Beweglichkeit noch trainieren, warum nicht? Wenn die anderen sowieso noch ein bisschen am Reparieren sind, dann passt das. Der Charlie-Trupp ist auch noch am Heilen und am Machen. Alpha-Trupp auch. Das sieht doch alles ganz gut aus. Steroid ist fertig mit Reparieren. Da könnten wir aber auch nochmal raufgehen und gucken, ob er wirklich alles repariert hat. Ich glaube nicht.
Ich glaube, da war noch was, ja. 2-3%, aber auch das können wir noch mitnehmen. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Bald laufen auch die Verträge aus. Ja, ja. Die laufen jetzt alle ab. Ziehen das nochmal ganz kurz durch. Weitere Milizen ausbilden, ja bitte. Und hier gibt es einen Angriff auf den Alpha-Trupp. Das sollte aber machbar sein, weil hier sind ja auch die Milizen über die Alpha, über den Alpha-Trupp hinaus noch da. Und das ist nur ein kleiner Legionstrupp, der nicht ganz so schlimm ist. Das sollten wir hinbekommen. Wir werden nochmal ganz kurz die Verträge verlängern. Kostet mittlerweile 59.000. Der gute Magic. Raven kostet 48.000. Scope 40.000. Oh, wir haben es nur 13 Tage bei ihr gemacht. Ist nicht so schlimm. 39.000. Also das sind hier so ein bisschen die teureren. Chat kostet uns natürlich nichts. Fauda. Möchte nicht. Ah, okay, sie sagt, das ist jetzt langweilig und wenn sie arbeiten soll für uns, dann müssen wir ihr mehr bezahlen. Ich bin bereit, ihr 30.000 zu zahlen. Sie bekommt ja bald den nächsten Kampf. Ist okay, alles klar. Wir wissen aber, die werden so ein bisschen nörglich. Steroid auch schon bei 24.000 angekommen, wird auch immer teurer. Aber wir können uns das leisten. Haben jetzt 500.000 noch auf der hohen Kante, obwohl wir gerade fast alle Verträge verlängert haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Die sind ja in der Regel auch wirklich sehr sinnvoll. Die Sinnhaftigkeit des Alpha-Trupps kann man noch diskutieren, definitiv. Horrid kostet einfach nur 10.000. Aber gerade der Charlie und der Bravo-Trupp, die sind halt klasse. Die sind halt klasse, da kann man gar nichts gegen sagen. Und dann würde ich gerne mit euch schauen, ob wir die Möglichkeit haben, nochmal einen Heiler mit reinzubringen. Scully und Sydney vermisst, Gas im Ruhestand. Ein Heiler für den Bravo-Trupp. Gibt es noch einen guten Heiler, ist die Frage. Thor wäre ein offizieller Heiler. 72. 97 Gesundheit, 83 Beweglichkeit, 84 Geschicklichkeit. Treffsicherheit nicht so gut, können wir aber noch trainieren. 93 Weisheit. Sogar ein Führungsqualitäten-Typ. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Produziert alle 48 Stunden Kräutermedizin. Eine spezielle Medizin aus dem Osten, die bei Verzehr hoher Eifer gewährt. Kann Nebenwirkungen verursachen. Das ist ja auch genial für so einen besonderen Kampf. Dann nimmt einfach jeder diese Medizin und bekommt Eifer obendrauf, also ein Schild. Heimlichtour. Also gut für heimliches Töten und Schleichen. Garantiert minimale Genauigkeit bei hoffnungslosen Angriffen, finde ich auch genial. Wenn er einen negativen Effekt erleidet, bekommt er inspiriert und kann mehr Dinge tun und heilt auch ein bisschen besser. Beginnt auch mit dem Sanitätskasten. Ja, dich fragen wir mal an. Hallo, hier ist Thor Kaufmann. Ich bin immer offen für neue Abenteuer. Wie lautet dein Vorschlag? Mein Vorschlag lautet 14 Tage, 14.000. Klingt fair. Und wo sollst du starten? Wo sollst du hin? Oh, das ist schwierig jetzt. Port Kakao. Und von dort kommst du, glaube ich, am schnellsten zum Bravo-Trupp. Ich denke ja. Ich glaube ja. Und dann sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben für den Bravo-Truppe Nummer 6 wieder zurück, unseren neuen Heiler, der auch tatsächlich ganz gut im Kampf zu sein scheint. Dann geht der Bravo-Trupp nämlich, wenn der Heiler dazugestoßen ist, geht der hier wahrscheinlich auf die nächste Stadt mit Mine, also wahrscheinlich D19 hier erstmal, aber dann gehen wir hier hin.
holen uns hier die Mine, holen uns den Hafen. Denn der Charlie-Trupp wird dann hier langkommen und sich das hier mal einverleiben und vor allem auch den Außenposten, der hier kommt. Also es sieht hier alles richtig, richtig gut aus. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir hier in Landsbach auch nochmal Milizen ausbilden. Könnten wir wahrscheinlich machen. Aber so ist gerade der Stand. Ich bin sehr, sehr happy, wie es hier läuft. Wir haben bald die gesamte Karte unter unserer Kontrolle. Und der Major ist nicht mehr weit weg. Er ist nicht mehr weit weg. Und unsere Leute werden nicht ganz so viel Mitleid mit ihm haben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Danke, dass ihr hier nach so vielen Folgen immer noch dem Projekt gewogen seid. Vielen Dank für eure super lieben Kommentare. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder.